Zum Jahreswechsel wollen auch wir noch einmal auf die besten Aktionen der deutschen Fanszenen zurückblicken und dabei mit der ersten Bundesliga abschließen. Wie immer möchten wir auf diesem Wege darauf hinweisen, dass unsere Ansicht natürlich rein subjektiv ausfällt und nicht mit jedem Einzelnen übereinstimmen muss. Die Darmstädter Fanszene musste sich direkt zu Beginn der Saison im Derby gegen die Eintracht im Waldstadion beweisen. Dies sollte auch gelingen, nachdem im Gästeblock Dutzende Fackeln sowie vereinzelt blauer Rauch zum Innentor emporstieg. Auch sonst konnte der Haufen aus Südhessen auswärts stets einen guten Haufen stellen, der das ein oder andere optische Ausrufezeichen setzte. Neben kleineren Spieltagsaktionen wie gegen Union Berlin Bochum oder Red Bull Leipzig ließ man es dafür dann auswärts in Stuttgart einmal mehr eindrucksvoll aufleuchten. Zum Abschluss der Hinrunde zeigten die Ultras des SVD dann noch einmal ansehnliche Choreos auf der Südtribüne gegen Mainz sowie im Freiburger Gästeblock. Auch auf sportlicher Ebene brauchen sich die motivierten Burschen aus Darmstadt keinesfalls verstecken, da man bei sämtlichen Reibereien immer aufeinander zählen kann und stets seinen Mann steht. Die weitere Abfolge der Rangliste führt uns nach Leverkusen zum SV Bayer 04. Aufgrund der Doppelbelastung mit Bundesliga sowie dem internationalen Geschäft hatte es die Nordkurve Lev nicht gerade leicht, zeigte sich aber dennoch in stets guter Verfassung. In Gladbach entsandte der Bayer erste Grüße in Richtung Köln, wo es nur wenige Wochen später zum Derbytanz kommen sollte. So hielt man sich mit optischen Aktionen vorerst bedeckt und bündelte die Kräfte für den Feind Nummer 1 in der Farbenstadt. Nach einem Sieg inklusive großer Zettelchoreo in der Nordkurve sollte dann gegen die Eintracht eine weitere Heimchoreografie gezeigt werden, ehe man die Hinrunde mit einem Busempfang inklusive Pyroshow beendete. Doch auch auf internationalem Parkett zeigte sich der Bayer und hatte dabei durchaus weite Destinationen im Gepäck. In Molde zeigten die mitgereisten Leverkusener eine kleine, aber feine Choreo, die der Mannschaft offenbar zum Sieg verholf. Auch die Jungs vom SC Freiburg mussten den einen oder anderen Kilometer in der abgelaufenen Hinrunde absolvieren, da auch der SCF im internationalen Geschäft war. Nach einem kleinen Rauchintro beim Saisonauftakt im Pokal gab es zum ersten Bundesliga-Heimspiel eine große Choreografie zu Ehren des 10-jährigen Bestehens der Ultragruppe Corillo. Weiter ging es mit starken Supportauftritten in Stuttgart, Piräus und Frankfurt, wo sich der Tross von der Nordtribüne vorrangig auf die Unterstützung der Mannschaft fokussierte. Auch die zweite Mannschaft der Breisgauer verdiente sich die Unterstützung der aktiven Szene, sodass es beim Heimspiel gegen Preußen Münster ein nettes Fackelintro auf der Nordtribüne zu sehen gab. Zudem zündete Freiburg ansehnlich in Mainz und Heidenheim, wo es auch die gesamte Partie über im Gästeblock leuchten sollte. Auch durch den zunehmenden sportlichen Erfolg der letzten Jahre befindet sich die Freiburger Fan- und Ultraszene auf einem guten Weg, bei dem Jahr für Jahr die Auswärtsfahrerzahlen steigen und auch die Aktionen innerhalb der Kurve nicht an Qualität verlieren. Weiter geht es mit der Szene von Borussia Mönchengladbach, die von der Gruppe Sottocultura in der Nordkurve MG angeführt wird. Zum Auftakt im Pokal gab es seitens der Gruppe Begleitservice anlässlich des 15-jährigen Bestehens direkt einmal eine nette Pyroshow, ehe es zum Aufregerspiel nach Augsburg ging. Nachdem erst ein USK-Beamter auf einen Fanprojekt Neuner schoss, kam der Szenehaufen aufgrund eines verrückten Busfahrervorfalls nicht nach Hause, sodass man sich erst am Vormittag des Folgetages wieder in Gladbach befand. Gegen Leverkusen zeigte die Nordkurve eine sehenswerte Choreografie gebührend der Gladbacher Legende Günter Netzer, ehe man in Bochum nach Ärger mit dem Ordnungsdienst und Feuerwehr aufgrund vom Anhängen der Zaunfahnen hinter Rauchschwaden den Block geschlossen verließ. Somit stand auch schon das Derby gegen den FC Köln an, wo man einige pyrotechnische Erzeugnisse abbrannte, aber sonst keinen guten Tag erwischte. Weitere optische Aktionen gab es mittels einer Pyroshow in Dortmund sowie gegen Heidenheim sowie in Freiburg, wo die Nordkurve eine mehrteilige Choreo präsentierte. Zum Abschluss machten die Jungs vom Niederrhein mittels einer Zettelchoreo bei Union Berlin sowie einigen Fackeln nochmal auf die Ablehnung eines Investors in der DFL aufmerksam. Bleiben wir an der alten Försterei und springen zum ersten FC Union Berlin, der unglaublicherweise das erste Mal in der Vereinsgeschichte in der Champions League spielen dürfte. So führte die Königsklasse die Fans vom FCU in echte Knallerstädte wie Madrid oder Neapel. Bei beiden Spielen war jedoch die aktive Fanszene nicht im Stadion anwesend, einmal aufgrund von einem kurzfristigen Zaunfahnenverbot in Madrid und andererseits aufgrund von Ausschreitungen in der neapolitanischen Innenstadt am Abend vor dem Spiel. Doch auch in der Liga reiste der Ostberliner Tross quer durch die Republik, um sein Team den Rücken zu stärken.
Zum Beginn im Pokal zeigten die mitgereisten Berliner ein Chaos-Intro mit etwas Pyrotechnik, ehe es zu Saisonbeginn gegen Mainz eine sehenswerte Choreografie auf der Waldseite zu sehen gab. Nach einer weiteren kleinen optischen Aktion in Darmstadt, wo die Unioner-Szene auch früher unter dem Radar der Staatsmacht anreiste, gab es in Heidenheim massig Pyrotechnik im Gästeblock zu bestaunen. Während man bei den Heimspielen im nicht heimischen Olympiastadion anlässlich der Champions League lediglich kritische Spruchbanner zeigte, sollten auf der Waldseite in Berlin-Köpenick noch zwei weitere kleine Intros für Günther Mielis und Urs Fischer folgen. Zwei weitere Ausrufezeichen setzte man in Stuttgart sowie Heim gegen Köln, wo der Bereich der Unioner regelrecht Feuer fing, ehe es in die Winterpause ging. Die Top 5 der Rangliste aus Liga 1 wird von der Südtribüne Dortmund angeführt, die sich auch in der abgelaufenen Hinrunde das ein oder andere Mal Gehör verschaffte. Nachdem der BVB zwei kleinere Aktionen im Pokal gegen Schott Mainz und Heim gegen Köln zeigte, sollte es in Hoffenheim auf einen Freitagabend das erste Mal brennen. Auch vor heimischer Kulisse sollten auf der Südtribüne die ein oder andere Fackel über den Saisonverlauf angehen, so zum Beispiel gegen Mailand oder Union Berlin, wo das 20-jährige Bestehen eines Freundeskreises von TU zelebriert wurde. Für einen echten Hingucker sorgten die BVB-Ultras dann beim letzten Ligaspiel gegen Mainz 05, wo auf der Süd eine einzigartige Choreografie inklusive Pyroshow gezeigt wurde. Auch abseits der Stadien rappelte es das ein oder andere Mal mit der Borussia, so zum Beispiel in Newcastle oder auf dem Weg nach Freiburg am Mannheimer Hauptbahnhof, als man zufällig auf den Hamburger Szenehaufen traf. Auch beim Heimspiel gegen Gladbach versuchte man nach dem Spiel an den Gästemob heranzukommen, ehe am Abend dann noch in Düsseldorf eine Schalke-Abordnung auf dem Rückweg nach Gelsenkirchen erwischt wurde. Borussia Dortmund zählt weiterhin auf allen Ebenen zu den Top-Szenen der Republik und muss sich vor nichts und keinem verstecken. Springen wir in den Süden der Republik zum FC Bayern aus München, der die Saison direkt einmal mit einer großen Fackelshow im Bremer Weserstadion begann. Weiter ging es in der Südkurve mit einer Gedenkchoreo gegen Bayer Leverkusen sowie einer Südkurvenaktion im Spiel gegen die Freunde vom VfL Bochum. Auch sonst muss man den Bayern eine starke Hinrunde attestieren, in der sie in jedem Gästeblock mit voller Kapelle aufschlugen und vor allem in der Champions League echte Highlights setzten. So zeigte die Südkurve beispielsweise in Kopenhagen eine Choreo inklusive Blinkereinsatz, die nur 45 Minuten später dann nochmal von einer riesigen Fackelshow getoppt werden konnte. Auch in Istanbul und Manchester verschafften sich die Münchner ordentlich Gehör, was in einer ungeschlagenen Gruppenphase des FCB mündete. Eine große Heimchoreografie gegen Kopenhagen sowie die Tennisballaktion im Pokal in Münster wollen wir hier auch nicht unerwähnt lassen. Allgemein muss man dem Münchener Szenehaufen rund um die Führungsgruppe Schickeria Respekt für die vor allem auf internationalem Territorium starken Auftritte zollen. Weiter geht es in Baden-Württemberg mit dem VfB Stuttgart und der Cannstatter Kurve, die seit der Sommerpause eine regelrechte 180-Grad-Wende in ihrem Verein erlebte. So startete die Kurve euphorisch mit einem Rauchintro in den Pokal in Balingen, ehe es dann gegen Bochum die berühmt-berüchtigte Karawane Cannstatt inklusive bekannter Blockfahne im Stadion gab. Nach supportstarken Auftritten in Köln und Leipzig zeigte die Cannstatter Kurve im Stadion an der Alten Försterei dann eine mehrteilige Choreoaktion, die sich durchaus sehen lassen konnte. Anlässlich des 130-jährigen Vereinsbestehens gab es gegen Hoffenheim dann eine große Choreografie in der Cannstatter Kurve. Weitere optische Ausrufezeichen folgten in Heidenheim sowie beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen, ehe es die Stuttgarter Gruppen beim letzten Spiel der Hinrunde noch einmal so richtig wissen wollten. Nachdem es im Spiel gegen Bochum in Halbzeit 1 eine ansehnliche Pyroshow hinter einem Frohe Weihnachten allen VfB-Lern zu sehen gab, sollte es dann zum Intro von Hälfte 2 ein noch nie zuvor gesehene Fackelshow die Cannstatter Kurve erhellen und neue Maßstäbe setzen. Auch einige Sticheleien in Form von Transparenten gegen Szenen wie Werder Bremen, Leverkusen oder Bayern wollen wir nicht unerwähnt lassen, genau wie ein Vorfall mit der Polizei vor dem Spiel gegen Dortmund. Springen wir wieder weiter in den Westen in die Domstadt Köln, die weiterhin von der wilden Horde in der Südkurve angeführt wird. Nach anfänglichen kleinen Aktionen wie im Pokal in Osnabrück oder beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg nutzte die Szene des FC das Spiel in Frankfurt für einen frühzeitigen Überraschungsbesuch, dem die Hausherren jedoch nicht nachgehen konnten, weshalb das Ganze im Bullenkessel und zu Ärger am Stadioneinlass führte. Im Heimspiel gegen Hoffenheim zeigte die Südkurve eine ansehnliche Choreografie, die nur zwei Wochen später gegen Stuttgart dann noch einmal getoppt werden sollte.
Auch leuchteten immer mal einzelne Fackeln bei Spielen in der Ferne der Domstädter auf. Beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach sollten jedoch neue Maßstäbe gesetzt werden, die vor wenigen Tagen eine Rekordstrafe von über 500.000 Euro als Folge haben sollten. Hinter einem aussagekräftigen Spruchband feuerte die Südkurve Fackeln sowie rot-weißen Rauch inklusive dutzender Raketen in die Luft, was ein eindrucksvolles Gesamtbild ergab. Auch aufgrund einer desolaten Mannschaftsleistung sowie unschönen Vorfällen mit der Polizei beim Gastspiel in Bochum war die Wochen darauf erst einmal die Luft im Kölner Keller raus, ehe man die Atmosphäre bei den Spielen in Darmstadt und Freiburg wortwörtlich wieder etwas aufhellte. Insgesamt ist die Kölner Szene auf allen Ebenen eine deutschlandweit respektierte Truppe, mit der in allen Belangen zu rechnen ist. Die unangefochtene Nummer 1 der ersten Liga führt uns an den Main zu Eintracht Frankfurt, die auch in der abgelaufenen Hinrunde trotz Doppelbelastung wieder ordentlich abriss. Einem starken Auftritt im Pokal in Leipzig inklusive vorigem Überraschungsbesuch folgte das Derby gegen die Lilien, wo einige Devotionalien des Feindes das Licht in der Nordwestkurve erblickten. Dem heimischen Choreoverbot trotzten die Ultras Frankfurt mit großen Pyroshows gegen Dortmund Gladbach sowie PAOK Saloniki. Auch auswärts brannte es fast wöchentlich im Block der SGE. Nach dem Pokalspiel in Köln, wo die Pyroshow einem vorzeitigen Silvesterfest nahe kam, sollten Fackelshows in Helsinki, Saloniki, Bochum und Berlin folgen, wo neben der Pyroaktion zusätzlich noch eine Choreografie mit dem Gebrauch von schwarz-weißem Rauch gezeigt wurde. Dass die Hessen auch keiner körperlichen Auseinandersetzung entfliehen, wurde ebenfalls mal wieder deutschlandweit auf den Wiesen und Wäldern deutlich, auch in Sofia stellte man sich den Einheimischen zu einem fairen Tanz. Zu guter Letzt soll auch noch einmal auf den Besuch im schottischen Aberdeen eingegangen werden, wo es über 300 Eintracht-Ultras in Stadionnähe trotz eines Gästeverbotes schafften, um wenigstens von dort ihr Team anfeuern zu können. Die Szene der SGE ist in allen Belangen Deutschlands Nummer 1 und zeigte auch beim Heimspiel gegen Stuttgart eine amtliche Gegenwehr gegen die Polizei hinter der eigenen Kurve. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.